Naja, wie auch immer. Wir legen jetzt los. Dark Souls 2. Wahrscheinlich kommt jetzt erstmal Charaktererstellung. Ich habe so ein bisschen vor, es eigentlich erstmal so zu spielen, wie ich eben doch Dark Souls 1 gespielt habe. Also mich da nicht groß umzustellen. Weil, wie man eben gesehen hat, bis zum Schluss, das war ja alles andere als perfekt. Ist ja nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist ja langweilig, weil das ist ja schon alles quasi bekannt, wie das läuft. Mir ist da überhaupt noch nichts bekannt. Wir werden ordentlich auf die Fresse kriegen. Until Flame is visible, Dragon invisible. Ja, theoretisch, laut den Anzeigen, die man da immer hat, müsste ich es runterstellen. Ich kann immer noch Dragon sehen. Ich kann immer noch sehen. Ich kann immer noch sehen. Jetzt ist er weg. Ganz ehrlich, auch für euch als Zuschauer, ich nehme die normale Einstellung. Ich bin jetzt niemand, der das irgendwie immer nochmal einen Tick heller drehen muss, als es sonst irgendwie ist, aber ich finde meine normale Monitoreinstellung eigentlich schon okay. Ich glaube, das werde ich mal gucken, ob ich beim Spielen merke, dass mir irgendwas nicht gefällt. Autotarget. Ich glaube, ich bin jetzt schon dran gewohnt, dass ich das so immer die ganze Zeit mache. Das hätte ich, glaube ich, lieber so. So, ich dachte, ich kann es auch ausmachen. Ja, alles andere lasse ich erstmal auf normal. Sieht schon mal sehr schick aus. Okay, Vorspann vor Charakterstellung. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Irgendwie schön und eklig zugleich.
earth drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Sehr geil. Schick gemacht. Hui. Das sieht schon eine ganze Ecke schicker aus. Mod und irgendwas. Okay. Animation und so. Und die, das sieht generell auch alles ein bisschen ganz schön. Also von Anzeigen und so her ist es natürlich erstmal das gleiche. Von der Sache her. Das ist schon alles ein bisschen vom Design her. Guck mal erstmal, was haben wir denn alles? Okay, wir haben erstmal keine Waffen, keine Ringe und so. Was heißt dieses D da unten? Ach so, das ist nur die Sachen. Das sind ja mehr oder weniger die gleichen Sachen auch vorher. Petrify Resist. Ich glaube, Petrify gab es vorher nicht, oder? Ah, hier steht's. Genau, das ist, was ich brauche. Okay, also das ist quasi der wieder, wie das skaliert. Und das hatten wir vorher nicht, dass es bei Rüstungen auch skaliert. Das heißt quasi, ich habe einen Verteidigungswert. Und der Verteidigungswert skaliert dann zusammen mit der Rüstung, die ich habe. Okay. Was heißt denn dieses Ding mit 000? Ach so, das hier unten sind so meine Items, die ich so habe. Banish Phantoms, return to your world, restore the link to other worlds. Okay, sehr cool soweit. Bevor wir da zum Licht gehen, will ich mal gucken, ob hier vielleicht direkt schon irgendwo was versteckt ist. Kamerasteuerung ist so ein bisschen irritierend. Irgendwie, weiß ich nicht, es ist schwer zu sagen, wie schnell er das jetzt irgendwie dreht und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist es komisch. Hey Secret! Na, wie geht's? Scheint so eine 8-Wege-Steuerung zu sein und nicht ganz in alle Richtungen gleich. Da muss ich mich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen.
Na gut, aber hier scheint erstmal nicht viel zu sein. Den Schatten ist auf jeden Fall deutlich schicker. Da ist irgendein komischer Hund. Ich wünschte, wir hätten irgendeine Waffe. Oder was ist das? Nimm ich an. Okay, da geht's lang. Hier ist aber auch noch so eine Höhle. Da kommen wir nicht durch. Nee, ist keine Höhle, hier ist nur so ein Durchgang. Hier ist noch ein Item versteckt. Rusted Coin, alles klar. Das sieht schon alles sehr geil aus. Natürlich trotzdem nicht jetzt das schönste Spiel, was ich je gesehen habe. Aber jetzt so im Vergleich zum ersten. Ist da jetzt das versteckt oder geht's da weiter? Riesige Fußstapfen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob wir denen folgen wollen. Oh. Guten Tag. Bewacht der was? Ist hinter dem Typen noch irgendwas? Mag mich eigentlich nicht so wirklich mit dem anlegen. Seems to be the ruckus. Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear. Didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ach, jetzt kommt erst die Charakterstellung. But to recall your name. Ja, wir sind jetzt schon männlich, ne? Also Joel geht nicht. Könnte denn unser namenloser Held heißen? Oder sind wir, ist es noch nicht gesetzt, dass wir männlich sind? Ich beams. Ich würde es ja eigentlich wieder Joel nennen, aber ich nehme mal an, dass wir männlich sind, oder?
Joel? Finde ich gar nicht dumm. Aber weiß es jemand, ob wir das Geschlecht uns noch aussuchen können? Ob man auch eine weibliche Person spielen kann in dem Spiel? Weil dann könnten wir wieder Joel machen und dann kommt das vielleicht gleich noch. Wir sind ja gerade so eingehüllt, dass man es nicht erkennen kann. Wir haben unser Gesicht ja auch noch nicht gesehen. Nicht, dass es einen großen Unterschied machen würde, aber... Wenn wir schon unsere Helden des ersten Abenteuers nehmen können... Hört man noch kurz? Ansonsten, wenn es keiner weiß oder man hier nur männliche Charaktere spielen kann, dann nehmen wir halt Joel. Ich sehe halt schon, dass direkt danach kommt, welches Geschlecht, aber halt irgendwie doofe Reihenfolge. Dark Souls 1 einen Sarg, wo man das Geschlecht wechseln kann? Okay. Yes. It's an effigy of you. Hm. Ah. Ja, auch hier nochmal ganz kurze Frage, bevor ich dann versuche, es doch vielleicht ein bisschen mit ein paar weniger Tipps vielleicht mal zu spinnen, weil ich jetzt dann schon vielleicht ein bisschen weniger Hilfe brauche. Auch hier ist es, hoffe ich jetzt mal so, dass die Klasse eigentlich nur dir so einen unterschiedlichen Start gibt. Also du kriegst halt jetzt unterschiedliches Equip und du kriegst unterschiedliche Stats. Aber ansonsten hat die Klasse keinen Einfluss auf dein späteres Spiel. Das heißt, im höheren Levelbereich ist es dann eh wieder im Grunde egal, oder? Wie immer, okay. Hier habe ich halt direkt schon einen Bogen mit dabei. Warte mal, ich will nochmal gucken. Okay, Stärke, Dexterity. Das sind ja eigentlich meine zwei Lieblingswerte. Und oben Endurance, Vitality. Okay. Dann wäre ich 9,14. Bogen und eine Axt. Und sieht ziemlich bescheuert aus. Nee, ist okay, Secret. Wir gucken jetzt einfach. Sechs, sechs, 15, 11. Wobei ja die Level teilweise auch unterschiedlich sind. Dann wird es dafür wiederum günstiger, was zu machen. Zum Beispiel bei Deprived. Wo man gar nichts hat. Wahrscheinlich dafür die Level-Ups relativ günstig, ne? Has many items. Okay, bei Help kann man aber nur das sehen, nicht die Items. Hat natürlich auch seine Vorteile und Level 10 erst, heißt, da kann man noch relativ viel machen. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Theoretisch könnte man natürlich noch wieder genauso Warrior nehmen.
Viel Dexterity, viel Stärke, schon relativ hohes Level. Nimm halt wieder den schwersten Anfang. Adaptability. Boost Agility and various Resistance. Achso, also Adaptability ist im Grunde Resistance. Wie davor, aber du hast hier noch Agility mit dazu. Ist vielleicht total bekloppt, aber ich glaube, ich würde Explorer gerne mal probieren wollen. Oh Gott, ich sehe schon, wie wir einfach die ganze Zeit drauf gehen. Ohne wirklich Waffe. Ja, ist halt die Frage, ob man nicht eh früher oder später, also ob es halt so lange dauert, bis man irgendwas findet noch. Meinst du so eine scheiß Idee, wir werden einfach nur sterben? Inedible. Was macht man denn mit dem Seed of a Tree of Giants? Petrified something. Sind das irgendwelche Sachen, die dann wirklich noch sinnvoll sind? Für den Anfang klingt jetzt Life Ring erstmal am sinnvollsten. Also da könnt ihr mir jetzt gerne nochmal einen Tipp geben, ob Seed of Tree of Giants oder Petrified Something sinnvoll sind. Ansonsten würde ich jetzt einfach den Life Ring benutzen. Ah, hier kann man jetzt das einfach wieder umstellen. Das ist natürlich clever, nachdem man den Namen genommen hat. Nicht notwendig. Ja, dann behalte ich den Life Ring. Joel ist untergetaucht und heißt jetzt Joel. Man sieht ja sowieso nicht, ob man männlich oder weiblich ist unter der Rüstung. Ja, ansonsten, wir werden immer eine krasse Rüstung haben. Wir lassen das jetzt einfach so. Ja, wenn sie untergetaucht ist, dann hat sie wahrscheinlich auch eine Kurzhaarfrisur. Ich glaube, ich probiere es einfach so. Wenn das irgendwie zu kacke ist, dann werden wir es gleich sehen. People come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Souls.
They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. So, wir gucken gleich mal. Tausend Items gefunden. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht ist es das, was mich so stört. Irgendwie finde ich die Kamera komisch. Ja, ist halt nicht ganz rund, sondern es sind jetzt nur verschiedene Richtungen. Vielleicht wollten sie es im ersten Teil auch schon so machen, aber der schlechte PC-Port hat irgendwie ein rundes Ding rausgemacht oder so. So. Gott, was haben wir denn hier schon alles? Counter-Strength. Ah, und die können wir aber noch nicht benutzen. Ach so, okay, es sind Pre-Order-Items. Das heißt, eigentlich hätten wir nur den Dagger. Und die Flamestone-Quartz... Bound, Transgressor und Homunculus. Alle aber nicht so gut. Ja, ich denke mal, wenn es Pre-Order-Items sind, dann werde ich sie auch versuchen, nicht zu benutzen. Finde ich immer ein bisschen doof, da würde ich den spielerischen Vorteil draus zu ziehen. Traveling Merchant Head. Dana 4. Wearing this increases item discovery. Ah, okay. Ich nehme mal an, dass es jetzt bei allen den Items, dass sie... Ah, nein. Dass sie Item Discovery haben. Ja, okay, das ist anscheinend nur bei dem Hut. So, wichtig war ja immer noch mit wie sieht's mit Gewicht aus? Was ist denn das hier unten für ein Ding? Ach, das ist Durability. Das ist das Hauptgewicht. Achso, und unten rechts, ah, dann sieht man diesmal direkt eine Prozentanzeige, wie viel Gewicht man trägt. Und wir haben 36%. Alles klar. Werd wiedersehen, dass wir nicht unter 50 kommen. So, dann gucke ich mir die ganzen Sachen jetzt nochmal an. Life Gem. Ich nehme mal an, das sind nicht die Eskus, die Flasks. Die sind dann einfach nur weg. Okay. Kann ich den wieder zweihändig tragen? Achso, ja, ich bin aber noch in Equip. Okay, so, jetzt. Ich habe gerade irgendwie Y gedrückt, hat nichts gemacht und ich war verwirrt. Zehn, 30, 50, 70, 100, 120. Man kann über 120. Ach du Scheiße.
Ja, ich muss mal genau gucken. Vielleicht sind mir dann, warte mal, schreibe ich das irgendwo auf? Ich habe jetzt keinen Zettel hier. Ich schreibe es mir aber mal auf. Vielleicht ist mir 50 dann hier auch schon zu viel. Ich muss mal gucken. Oder vielleicht auch andersrum. Vielleicht kann man hier auch bis, vielleicht ist es sogar sinnvoll, hier bis 70 dann zu gehen, wenn es da noch eine Abstufung gibt. 0, 10, 30, 50, 70. Sollte man sich auch merken können, aber irgendwie ist es manchmal ein Vorteil, wenn hier einfach so Dinger rumliegen. Umso mehr Agility man hat. Okay. Also wie Poise, dass man es nicht skillen kann, sondern es kommt dann halt über die Items. Jetzt können wir natürlich überlegen, ob man noch versucht, unter 30 zu kommen. Aber, nee. Ich werde jetzt für den Anfang erstmal sehen, dass wir unter den 50 bleiben, wie beim letzten Playthrough auch. Also wie bei, nicht wie beim letzten Playthrough, sondern wie bei Dark Souls 1. Ich bin mal nicht so unfreundlich und zerstöre hier alles, aber ich quatsche nochmal mit dem, bevor ich weitergehe. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Witzigerweise habe ich bei dem Spiel eher das Gefühl, dass es sich an Anfänger richtet, als beim ersten Teil. Also so gefühlt wird einem ein bisschen mehr auf den Weg gegeben. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich halt jetzt schon was weiß. Adaptivity ist ziemlich gut. Okay. Also da Adaptivity war ja dieses, was ich gerade meinte, ne? Das ist eine Zusammenkunft zwischen Agility und Resistenzen, ne? My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. The old women were keepers of the fire. But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. Nee, ich kenne die Unterschiede noch nicht, aber ich will sie auch selber rausfinden. Also, ich versuche generell, oder ich habe eigentlich vor, mal gucken, wie gut das klappt, beim zweiten Teil mehr selber rumzuprobieren und weniger blöde Fragen an euch zu stellen. Von daher versucht auch selber vielleicht ein bisschen mehr mich scheitern zu lassen und weniger Hinweise zu geben. Auch wenn ich weiß, dass ich es dann oft selber nicht aushalte und dann eh frage, ja Leute, wie ist denn das jetzt nochmal oder irgendwie so. Aber ja, ich will es erstmal probieren. Jetzt müsste ich ja eigentlich mich schon genug auskennen. Okay, das haben wir jetzt aber schon. Die hat Spaß. Okay. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here. Aber krass, man scheint schon mal menschlich zu starten hier. With a clean slate. Schon mal anders als im ersten. Now go along, go along. Nee, ich will nicht weitergehen. Ich freue mich schon mal, dass man überhaupt Leute trifft, mit denen man sich unterhalten kann. Gefühlt sind jetzt hier in dem Raum schon mehr Leute, als es im gesamten ersten Teil gab. Now go along. Weiß ganz so wenig, fand es auch wieder nicht, aber. Okay, na gut.